Der Sinn der Gedenkfeier für die verstorbenen Kinder ist es, einfach der Trauer Raum zu geben. Der Trauer um die Kinder, die nur viel zu kurz da waren bei uns. Und die Trauer hört ja auch nie auf im Leben. Egal, ob das jetzt nur ein paar Wochen her ist oder ob das schon viele Jahre her ist, die Trauer ist immer die gleiche und deswegen ist die Gedenkfeier so wichtig, dass die auch jedes Jahr stattfindet und dass jeder da immer wieder willkommen ist. Während der Gedenkfeier hat die Musik einen ganz großen Raum. In der Musik, wo man einfach der Trauer Platz geben kann, wo man zuhören kann oder auch einfach in seine eigene Welt abdriften kann. Dann gibt es Rituale, die wir haben in der Gedenkfeier. Wir zünden Kerzen an, wir lassen Luftballons steigen, wir machen immer was Neues, Kleines, das will ich jetzt nicht verraten. Es muss sich ja auch lohnen zu kommen. Und was ganz wichtig ist, dass die Gedenkfeier wirklich offen ist für alle Menschen. Also das ist unkonfessionell, also unkonventionell vielleicht sogar. Wirklich jeder ist willkommen. Und möchte noch mal einladen zu der Gedenkfeier, die stattfindet am 11. Dezember um 15:30 Uhr in der Marienkirche. Also wir sind in einer Kirche, aber es ist wirklich offen für alle, möchte ich noch mal ganz doll betonen. So herzlich willkommen zur Gedenkfeier.